Hey, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ich, ja, hab ich an zwei Sachen. Drei. Preis, Teile, Qualität und extrem viel Bauspaß. Und zwar geht es um diesen Sportscar oder wie sie nennen, muss da mal nachgucken, wie sie nennen, von Kogo. Kogo ist jetzt eigentlich eher bekannt dafür, Spielsets zu machen, ne? Aber vor ein paar Monaten haben die auch unter anderem dieses Modell auf den Markt gebracht, das eindeutig sich als für Erwachsene eignet. Und zwar diesen Roadster. Ich hatte den schon lange, lange vor, den mir mal zu holen. Aber es gab halt immer wieder andere Modelle, die vorher kamen, weil, sind wir mal ehrlich, ein Porsche, und das sollte das Modell darstellen, ist nun mal nicht gerade ein ideales Set für im Klemmbausteinbereich, ja? Weil ich meine, sämtliche Augen sehen einfach immer schrottig aus. Das ist beim Kader, beim roten Porsche mit der Farbabweichung solche, so. Das ist beim Legos Tiger, Porsche Tiger Ding da. Es ist genau das gleiche. Multikner, glaube ich, irgendwas rausgebracht. Ne? Nur Kobi und Megakonstrukt könnten da ordentliche Lichter machen. Also, das ist zum Beispiel schon ein Punkt. Ich muss aber sagen, dass ich das Modell hier recht gut gelungen finde. Bis auf die Lampen. Also, gucken wir mal die Details an. Also, jetzt rein von vorne. Sieht es ganz cool aus. Jetzt muss ich mal gucken. Es wird leider ein bisschen schwierig mit dem Orange. Ihr merkt das hier, ne? Aber ja. Wir haben hier vorne eine schöne Front. So, eine schöne kleine Aussparung und ein Lufteinlass oder sowas. Das sind Transfersticker, wo ihr hier seht, also Aufkleber, die man so wie ein Tattoo-Aufkleber, ne, drauf und dann die Folie wegziehen. Das ist schön. Wir kommen hier rüber zur Seite. Gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt hier. Das ist schon schön gemacht. Die Türe passt genau rein. Wir haben hinten das Heck. Gefällt mir auch sehr gut. Guckt doch mal von der Draufsicht her, wie das nach unten gebaut worden ist. Hammer, Hammer. Jetzt gehen wir mal auf die Details richtig ein. Zuerst mal haben wir hier den Kofferraum. Ne? Ihr wisst ja, beim Porsche ist der Motor hinten. Ganz nett gemacht. Soweit, so gut. Dann haben wir die Türen hier. Schön klassisch gemacht. Ich meine, es ist ein Modell vermutlich eher Ende 60er, 70er Jahre. Von der Farbgebung her und alles. Wir haben leider keine Fußpedale. Mal ein bisschen andere sitzen, also jetzt nicht nur von der Farbe her, sondern auch vom Bauen her. Ganz nett. Hier vorne haben wir wieder zwei Transferaufkleber. Passt schon. Passt genau, richtig schön drin. Dann haben wir natürlich hinten auch noch einen Kofferraum. Also hier haben wir den Motorraum. Und wir sehen hier einen kleinen angedeuteten Motor. In Anbetracht der Platzgröße ist natürlich nicht viel drin. Hätte ich jetzt mir ein bisschen mehr gewünscht, aber ich verstehe es von der Platzgröße her. Ne? Aber ich möchte nochmal besonderes Augenmerk drauf legen, auf dass der hier. Das sieht richtig cool aus. Ich mag das. Das da hier, also die Form hier hinten ist super. Und zum Bauen ist es noch viel besser. Wir haben keine Windschutzscheibe, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, wem das fehlt, der sollte sich mal dann fragen, wieso bei Lego und bei allen anderen auf der Seite auch keine Scheiben gibt. Ne? Könnte man hier machen. Aber ja, stört mich nicht. Finde ich cool.
Auch von unten nochmal, das ist sehr solide. Es sind sehr viele Technikteile, wie ihr hier an denen hier seht. Was nicht nur daran liegt wegen der Räder, sondern halt auch wegen der Konstruktion. Ja, um diese Konstruktion hinzukriegen. Da gibt es unten drunter schon einige Technikteile. Aber jetzt auch nicht im Übermaße. Also man muss keine Angst haben, wer nicht gerne mit Technik baut. Die Steinequalität habe ich noch gar nicht richtig erwähnt, oder? Also nur gesagt, dass sie gut ist. Also die Noppensteine sind sehr, sehr gut. Sind sehr, sehr gut. Also die sind praktisch annähernd auf Lego-Niveau. Von der Klemmkraft her, von der Optik her, tipptopp. Die Technikteile sind okay. Sie sind an manchen Stellen ein bisschen... Man braucht ein bisschen mehr Kraftaufwand, um sie reinzuschieben, aber sind okay. Ja? Die sind nicht schlecht, also die sind wirklich ausreichend für sein Modell. Ja, dann hätten wir das auch noch. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Es gefällt mir einfach. Es gefällt mir einfach. Es gefällt mir einfach wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir mal zu den Nachteilen. Also ein Nachteil ist halt, dass erstens mal, das kritisiere ich auch bei anderen, wieso, jetzt soll man das sichtbar machen, jetzt ist es nicht mehr sichtbar. Also hier seht ihr, da sind Löcher unten drunter. Ihr seht hier hinten zum Beispiel ein bisschen, wenn ich hier jetzt so durchgehe, ja jetzt. Ne? Dabei hätte man doch da zwei Noppen gehabt, man hätte sich da locker noch ein paar Bogen leisten können, um das Ganze ein bisschen schöner zu gestalten. Das gefällt mir nicht. Was mir nicht gefällt, das habe ich eingangs erwähnt, aber das gefällt mir bei allen Porsche-Modellen nicht, weswegen ich bis jetzt auch keinen gekauft habe, sind halt die leichten. Ne? Also es sieht halt von der Seite schon... Also da hätte ich es zum Beispiel besser gefunden, wenn man das nicht noch eine Schicht oben drauf getan hätte. Also da seht ihr, das ist so ein orange Plate, Round Plate, dann kommt eine Transclear Round Plate und dann kommt der Abschluss hier oben drauf. Da hätte man der orange Roundplate 2x2 verzichten sollen und direkt das da drauf. Wäre schöner gewesen. Okay. Dann, es bewegt sich, ich weiß nicht, wie gut man das sieht, aber wenn man es hier sieht, es bewegt sich so. Ne? Das liegt daran, dass es in der Mitte über eine 10er Kreuzachse miteinander verbunden wird. Super Bautechnik. Aber es ist halt dann so, dass es halt dann sich ein bisschen bewegen lässt. Ne? Ich finde es nicht schlimm, ich finde es okay, weil für mich ist es sowieso kein Spielset. Also von daher ist das völlig in Ordnung. Vor allem, weil der Bauspaß wirklich, wirklich grandios ist. Und jetzt kommen wir mal zum Bauspaß. Der Bauspaß ist der absolute Hammer. Ich habe schon lange kein Auto mehr gebaut, dessen Bautechniken nicht nur überaus interessant sind, sondern auch unkompliziert. Ja, also es lässt sich locker bewerkstelligen. Das geht so los, dass wir hier zum Beispiel das vordere Teil hier als ganzes Teil bauen und dann mit zwei Pin in die Technikteile verbinden. Danach wird das Ganze noch oben drauf über die Noppensteine verbunden und hält dann nachher wirklich super. Ja. Genau das gleiche ist das ganze untere Teil. Guckt euch mal den unteren Teil an. Seht ihr das? Richtig schön. Das ist, ihr baut das hier so wie so eine Art Wand und dann wird das unten drunter an nur 4 Noppen befestigt, was eigentlich sehr wenig ist, aber später wird das Ganze da oben überbaut und ich kann das Ganze hier hinten halten. Das da hier ist wird über eine Technikarm verwendet, aber du kannst es jetzt hier nicht mehr bewegen. Das ist richtig stabil, ich kann es auch hier halten. Das ist richtig, richtig klasse. Der Bau ist das Grandioseste an dem Ganzen. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Die Sitze finde ich ein bisschen hässlich. Also nicht von der Farbgebung her, sondern einfach von der Bauart her. Aber das ist persönliche Ansichtssache, ne? Aber der Bau, wow, der Bau war richtig gut. Er hat auch nur einen einzigen kleinen Fehler. Das wäre der Aufkleberbogen. Es sind nicht viele. Ihr seht, hier hinten gibt es
Sticker, 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 Sticker und da hinten zwei. Nichts Besonderes, egal. Die Bauanleitung geht so ab. Ja. Es wird ausgegraublaut und ja. Das ist gut. Allerdings habe ich jetzt bewusst diese Seite hier ausgewählt, weil hier gibt es nämlich einen kleinen Fehler. Und zwar betrifft das der innere Slope hier. Der innere Slope soll, wie ihr hier seht, direkt da drauf. Das Problem ist, dass das dann hier zu, dass das hier dann zu niedrig ist, und zwar eine Plate zu niedrig. Nehmt also hier, das hat ja noch jede Menge Sachen übrig, nehmt zwei 1x1 Plates, haut die da drauf oder direkt unter dem dahin und dann baut das drauf. Dann stimmt's. Ansonsten war der Bauanleitung leicht zu folgen. Es gibt keine Bauabschnittstüten, das ist Kogo. Kogo macht keine Bauabschnittstüten, die machen Oldschool Lego mäßig. Aber bei den Teileanzahl ist das vernachlässigbar. Ihr habt halt einen Tisch wie bei Bluebrick Special und so weiter. Ne? Ich meine, bei wie viele Teile waren das, glaube ich, 900 oder irgend sowas, ne? Nicht ganz. Haben sie es überhaupt draufgeschrieben? Nein, natürlich nicht. Die Knirche und den Karton habe ich wo? Habe ich überhaupt, keine Ahnung, knapp 900 Teile, wurscht. Es soll ja eben, das kostet eigentlich, was kostet das? Glaube ich knapp 40, ne? Ich muss immer aufpassen, auf meine Rechnung kann ich es nicht genau sagen. Ja, es kostet knapp 40. Ich habe das ja in der Blue Woche da, wo sie Rabattwoche haben, habe ich mir das geholt für 10er weniger, 10 Euro weniger. Also, super. Ja, also von der Teileanzahl baut man es halt auf. Ist okay, ist nicht so schlimm. Aber es zeigt halt klar, für Kinder ist das dann zu viel, wenn alles ausgesetzt ist. So, ne? Wie ich es in vielen Videos jetzt, falls der Sohnemann mitmachen möchte oder Töchterlein, dann setzt euch nebenhin, macht mit. Leider hat Bluebricks keine weiteren Modelle, aber Kogo hat noch 6. Dieser hier, wovon 2 stark nach dem Suzuki sag ich schon. Nach dem Jeep Rubicon aussehen. Ich hätte so gern die Harley. Ich muss mal gucken, ob ich die auf Ali finde irgendwo. Also Harley, der Chopper halt. Aber cool, ich hoffe, dass Bluebricks noch ein paar Sachen holt. Ich befürchte aber eher weniger, weil das Problem ist einfach, Kogo ist nicht bekannt für Erwachsenenspielsets und ich glaube, keiner von euch hat den bisher gebaut, oder irre ich mich? Oder sich überhaupt bewusst geworden, dass es den überhaupt gibt von Kogo. Deswegen befürchte ich, dass Bluebricks vermutlich nicht die anderen Sachen holen wird. Was schade wäre, weil preis-leistungstechnisch ist das super. Auch ohne Rabatt, meine ich. Ja, was soll ich soweit noch dazu sagen? Fazitmäßig finde ich klasse. Der Bauspaß, der Preis, die Qualität der Steine, absolut super. Sonst kauft es, verkauft es wieder. Wird vielleicht nicht so ganz einfach zum Verkaufen, aber weil es halt kaum jemand kennt, die Marke, ne? Also vor allem Erwachsenen. Aber ihr solltet es machen. Der Bau, das gehört mit zu den Besten der letzten Jahre, der letzten Monate. Ganz sicher. Und ihr kennt mich, ich baue sehr, sehr viele Autos. Hammergeiles Teil. Von mir her eindeutig eine Empfehlung. Eindeutig eine Empfehlung. Jo, also, mehr will ich auch nicht mehr dazu sagen, mehr gibt es nicht mehr zu sagen. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und somit verbleibt mir nur eins. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß beim Bauen habt. Macht's gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bye, bye.